Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute möchte ich Ihnen eine Deutsche vorstellen, die eine große Türkei-Liebende gewesen ist. Elsa Sophia von Kamphövener. Berühmt geworden ist sie in Deutschland vor allem in den 50er Jahren dadurch, dass sie türkische Märchen erzählt hat. Und damit sind wir auch jetzt in einer Kultur angekommen, die bis jetzt gar keine Rolle gespielt hat in dieser Season der Türkei. Und auf die Türkei und türkische Lyrik wollen wir auch nochmal in einer nächsten Zeichensetzung eingehen. Ich habe Elsa Sophia von Kamphövener kennengelernt, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe von meinem Professor. Mein Professor hat uns drei Frauen vorgestellt, die er für Vorbilder der Moderne fand, für Vorbilder moderner Frauen. Das war zum einen Alexandra David-Neel, Tanja Blixen und eben Elsa Sophia von Kamphövener. Drei mutige, emanzipierte Frauen, die den Weg gewagt hatten in eine fremde Kultur, die durch teilnehmende Beobachtungen, wie das die Ethnologen als Methode anwenden, andere Kulturen sozusagen empathisch kennengelernt haben und dadurch den europäischen, eurozentrischen Blick relativieren konnten. Tanja Blixen, Afrika, Alexandra David-Neel, Tibet und Elsa Sophia von Kamphövener, die Türkei, Anatolien vor allem. Ich war begeistert, wir alle waren begeistert von ihrem Leben, von ihren Biografien, von ihren Schicksalen. Und ich war so begeistert, dass als ich dann selbst Studenten unterrichtet habe an unserer Akademie, Studentinnen, bin ich zurückgegangen und habe diese drei Frauen mir nochmal genauer angeguckt und habe feststellen müssen, dass alle drei Frauen, deren Leben ich so bewundert habe, auf konstruierten Identitäten beruhten. Das, was man über sie erzählte, entsprach nicht der Wahrheit, entsprach nicht den Tatsachen. Es gab Zweifel an ihren Aussagen, an den Aussagen ihrer Biografinnen. Und es zeigte sich, dass ihre Identität Konstrukte waren. Und das gilt auch gerade für Elsa Sophia von Kamphövener, die spätestens seit einer Dissertation von Helga Mörike, das ist dieses Buch hier 1995 erschienen, eigentlich als eine Lügenbaronin entlarvt worden ist, aber das hat man immer noch nicht so gerne wahrgenommen, wie ich Ihnen zeigen werde. Dieses Buch hat nach ausführlichen Recherchen hat Frau Mörike gezeigt, dass die Märchen, die uns Elsa Sophia von Kamphövener als türkische Märchen verkaufte, ihre Kunstmärchen waren, die auf Motiven türkischer Märchen beruhten, aber eben keine authentischen Märchen. Und bis in die jüngste Vergangenheit hat man das nicht so wahrgenommen, wollte das auch nicht wahrnehmen, weil man einfach so begeistert war von ihrer Erzählkunst. Ich lese Ihnen einmal die Biografie, wie sie in Munzinger Internationales Biografisches Archiv beschrieben ist, vom November 1976 und hier in einer letzten Änderung von 1997. Elsa von Kamphövener, geboren am 14.06.1878 in Hameln, gestorben am 27.07.1963 in Traunstein. Eine Schriftstellerin, Elsa Sophia, Baronin von Kamphövener, geschrieben mit OE, katholisch, wurde am 14. Juni 1878 in Hameln-Weser als Tochter des Reorganisators der türkischen Armee, Marschall von Kamphövener Pascha, preußischer Generalleutnant AD, geboren. Ihre Schulausbildung erhielt sie durch Privatunterricht.
Über 40 Jahre lebte sie in der Türkei, in die sie bereits als junges Mädchen zusammen mit ihrer Familie kam. An den Lagerfeuern der Nomaden lernte sie auf ihren jahrelangen Reisen die Märchen kennen, die zum Teil schon seit 800 Jahren in Kleinasien lebendig sind und einigen Familien gleichsam als Kapital gehören. Einer der großen Meister der Erzählkunst, Fehim Bey, nahm die junge Europäerin, die er in ihrer Männerkleidung wegen für einen Mann hielt, in seine Familiengilde auf und ließ sie an seiner Stelle fabulieren. So wurde der Grundstock zu ihren späteren Erzählungen gelegt. Von ihren Reisen kreuz und quer durch die Türkei erzählte sie: »Natürlich ritt ich immer in Männerkleidern. Meines Vaters älteste Diener kamen mit und die erschrecklichen Geheimnis konnte gut gewahrt werden.« Seit 1916 trat Elsa Sophia von Kamphövener als Romanschriftstellerin hervor. Von ihren Werken seien erwähnt »Der Smaragd des Scheichs« 1916, »Der Sklave der Kleopatra« 1919, »Tochter der Tyrannei« 1919 und. Nach langem Schweigen schrieb Elsa von Kamphövener das zweibändige orientalische Märchen- und Geschichtenbuch »An Nachtfeuern« des Karawanserei, das 1956-57 zu einem ganz großen Bucherfolg wurde, Neuauflage 1975. Das stille, ganz unsensationelle Buch steckt voller Weisheit, Witz und Lebendigkeit. Nach 40 Jahren Türkei kehrte die Baronin nach Deutschland zurück und schlug zunächst als Dramaturgin und Schriftstellerin bei der UFA Tobis ihre Zelte auf. Während des Zweiten Weltkrieges reiste sie im Auftrag der Luftwaffe als Kamerad Märchen zu den Frontsoldaten. Sie lebte einige Zeit in München. Nach dem Krieg hörte man sie als Märchenerzählerin viel im Rundfunk. Elsa von Kamphövener war verwitwet. Sie starb am 27. Juli 1963 im Alter von 85 Jahren in Traunstein, Oberbayern. So diese Biografie, die viele für glaubwürdig hielten, die aber eben zum großen Teil erstunken und erlogen ist. Hier gibt es, habe ich einen Ausschnitt aus Anatolische Hirtenerzählungen, im Rowohlt Verlag herausgekommen. Da möchte ich Ihnen eben einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus dem Cover, in dem geschildert wird, was für einen großen Eindruck diese Erzählerin auf das deutsche Publikum machte. Niemand, der jemals einen Abend oder eine Sendung mit Elsa Sophia von Kamphövener erlebt hat, wird die große Märchenerzählerin je vergessen. Dass sie, die nur aus dem Gedächtnis den Faden der auf abenteuerliche Weise gesammelten Geschichten stets aufs Neue spann, sie eines Tages als alte Dame doch noch niedergeschrieben hat, ist ein Glück. So rettete sie große Schätze für immer vor dem Vergessen. Aber es ist viel mehr geworden als schriftliche fixierende Erzählungen. Die Kamphövener hat ihre mündlich so faszinierenden Erzählweise auch für die schriftliche Wiedergabe beibehalten. Beim Lesen der Geschichten sieht und hört man sie wieder, folgt dem spontanen Fluss ihrer Rede, als ob sie einem gegenüber säße und das Geschehen einbezöge, wer ihr lauscht. Und so weiter und so fort. Ja. Ihre Geschichten erhellen für uns viele die oft fremde, oft unverständliche Welt des Orients. Märchen zwar, aber auf realem Hintergrund, so hat eben auch der Bayern-Kurier geschrieben. Elsa Sophia von Kamphövener lebte die Türkei und das ist ihr großer Verdienst, dass sie die Türkei in den 50er, 60er Jahren dem deutschen Publikum näher gebracht hat. Und zwar auf eine sehr positive Art und Weise. Sie hat schon 1916 gesagt:
Wer will behaupten, dass unsere Kultur besser sei als die des Orients? Besser für uns, gewiss. Besser an sich? Nein, nur anders. Für diese Äußerung kann man nur Hochachtung empfinden. Und man kann sie nur bewundern, und das ist ihre große Leistung. Aber sie beruht leider Gottes auf sehr vielen Lügengeschichten. Kampöfena hat Märchen erzählt, türkische Märchen erzählt. Aber die waren keine türkischen Märchenerzählungen, sondern es waren deutsche, romantisch-kitschige Märchen, die aber das deutsche Gemüt in dieser Zeit, in der Adenauerzeit, ansprachen. Sie wurde entdeckt vom SDR damals, 1951. Man hat 25 Stunden mit ihr aufgezeichnet, in denen sie Märchen erzählt hat, nach dem Motto: Je ferme les yeux et je vois. Ich schließe die Augen und ich sehe. Das ist also so beeindruckend, dass man das immer wieder hervorgehoben hat. Ja? Ich lese Ihnen noch mal einen kleinen Ausschnitt aus diesem Vorwort zu den anatolischen Märchen. Genau, indem sie nochmal schildert, wie sie zu diesen Märchen kam. Wie sie ihre Geschichten gefunden hat, erzählt sie sie gern. Und wieder ist es, als hörten wir eine Geschichte vom Lagerfeuer der Hirten Anatoliens. Höhepunkte waren dann jedes Mal die Worte des berühmten Märchenerzählers Fehim Bey, der zu dem hochgewachsenen jungen Bey aus dem Westen sagte: Bey, du kennst ja alle meine Märchen, erzähl du weiter, ich will ein wenig schlafen. Der junge Bey aus dem Westen war natürlich niemand anders als die Erzählerin selbst, die als Jüngling verkleidet durch Anatolien ritt und die Nächte in den Lagerplätzen der Hirten und Nomaden verbrachte. Es gibt nur Elogen aus dieser Zeit und auch aus späterer Zeit über sie. Es kam keine Skepsis auf, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ihre Märchen bekamen eine hohe Auflage. Und wie ich zu meiner Überraschung festgestellt habe, kam 2020 eine türkische Ausgabe ihrer Geschichten heraus, zu Beginn der Karawanserei, die ich nicht einsehen konnte. Ich konnte auch das Türkische, ich bin des Türkischen nicht mächtig und weiß deshalb auch nicht, wie nun ihre Biografie in diesem türkischen Band geschildert wird. Elsa Sophia von Kampöfener hat zwei Biografinnen gehabt, die sie abgöttisch geliebt haben. Und zum einen war das Ilse Wilbrandt, gelebt hat sie 1897 bis 1978. Sie war ihre Sekretärin, sie war ihre Bewunderin, sie war 19 Jahre jünger als Kampöfener. Und 1952 zog Elsa zu ihr ein ins bayerische Marquardtstein zum Leidwesen des Ehemannes, der Wilbrandt. Der ist dann auch 2 Jahre später gestorben. Die beiden haben ihn ziemlich schlecht behandelt. Es war eine symbiotische Beziehung zwischen Elsa und ihrer Sekretärin. Und Elsa war auch nicht nett zur Wilbrandt, oft nicht nett, hat sie zum Weinen gebracht, und es wird überliefert, dass sie man gehört habe, wie sie sie bis zum Weinen gereizt hat und dann gefragt hat: Warum heulst du denn nicht? Elsa war eine persönlich sehr schwierige Person. Ihre zweite Biografin ist Helga Mörike geworden. 1946 in Freiburg geboren, hat Germanistik und Geschichte studiert, war Lehrerin in Berlin, hatte türkische Schüler und begeisterte sich für Elsa Sophia von Kampöfener. Hat dann ihr nachrecherchiert und ihre Dissertation eingereicht 1994,
Ein Jahr später ist dieses Buch erschienen, unter, eben unter dem Titel Die Märchenbaronin, Elsa Sophia von Kamphöfen. Und in diesem Buch, was auf sehr guten Recherchen beruht, hat sie nachgewiesen, dass sehr, sehr viel falsch erzählt wird über diese Frau. Und seltsamerweise sind ihre Erkenntnisse nicht in das allgemeine Bewusstsein in Deutschland eingegangen. Also, Frau Mörike stellte fest, Elsa Sophia von Kamphöfener konnte nicht reiten. Zweitens, sie ist nie in Männerkleidern geritten. Sie kam schon mit 16 Jahren nach Deutschland. Viertens, sie bekam keine Privatausbildung, sondern ging in eine normale Schule, auch in eine deutsche Schule. Fünftens, die türkischen Märchen, die sie angeblich als erste sozusagen schriftlich herausbrachte, sind schon Anfang des 20. Jahrhunderts auf Deutsch erschienen, herausgegeben worden 1905 und dann 1907 und 1925. Elsa konnte so gut wie kein Türkisch. Siebtens, Elsa war keine Baronin. Achtens, sie hat nicht 40 Jahre in der Türkei gelebt. Und neuntens, sie war nicht, ja, das stimmt nicht ganz, wenn man sagt, sie war verwitwet, sondern Elsa Sophia von Kamphöfener war viermal verheiratet, dreimal geschieden, aber tatsächlich ist ihr vierter Ehemann dann gestorben. Und zehntens, sie war wirklich eine Giftnudel, wie die engsten Personen in ihrem Umkreis immer wieder feststellen mussten, eben eigentlich auch die Sekretärin und dann vor allem auch die Enkel. Was ist nun richtig gewesen an der Biografie von Elsa Sophia von Kamphöfener? Richtig ist, dass sie am 4.6.1878 geboren wurde, dass ihr Vater preußischer Offizier war und dass er im Auftrag Wilhelms II. 1882 in die Türkei kam, um den Sultan bei der Reformierung des Heereswesens zu unterstützen. 1883, also im Alter von 5 Jahren, ist Elsa mit der Mutter nachgekommen nach Istanbul und hat dann 7 Jahre dort gelebt. Und insgesamt, sagt Mörike, hat sie 23 Jahre in der Türkei gelebt, maximal. Und wenn man die Schuljahre, die sie in Deutschland verbracht hat, abrechnet, sind es insgesamt nur 90 Jahre und eben nicht 40 Jahre. Denn 1906 hat sie die Türkei auch endgültig verlassen. Die Familie wohnte in der Nähe der deutschen Botschaft und gehörten zu den sogenannten Bosporus-Germanen. Also das waren Menschen, die am Bosporus wohnten, deutsch waren, deutsche Clubs besuchten, deutsche Kindergärten hatten, deutsche Schulen hatten, die im Sommer eine Sommerresidenz am Bosporus hatten, aber nie nach Anatolien gereist sind. Elsa hat viele Sprachen kennengelernt. Französisch, Englisch, Griechisch, Italienisch, Russisch, Armenisch, Arabisch, auch ein wenig Türkisch von den Dienstboten, die die Familie hatte. Und diese Dienstboten haben eben auch Märchen erzählt. Und das war eben wohl der Grundstock für ihre spätere Erzählkunst. Sie hat als junges Mädchen ein märchenhaft reiches Leben geführt, wurde bewundert und geliebt und so verhätschelt, dass das vielleicht später ihre Hochstapelei erklärt und ihr Bedürfnis, immer ganz großartig herauszukommen, das erklärt wohl diese frühe Zeit als bewunderte und geschätzte und reiche Tochter. Sie kam dann 1890 bis 1894 in die höhere Töchterschule nach Hildesheim, kehrte 16-jährig wieder zurück in die Türkei. Schließlich 1909 hat die Familie gänzlich die Türkei verlassen nach dem Sturz des Sultans. Aber da war sie schon eben in Deutschland, hat sie da schon gewohnt.
Sie hat als 16-jähriges Mädchen Teegesellschaften erlebt, Diners, sie hat Liebeleien gehabt. Sie hat wunderbare Kleider getragen, Schmuck, sie ist auf Tennispartys gegangen, sie hat Bazarbesuche gemacht und Haremsbesuche mit ihrer Mutter. Und angeblich sei sie mit einem Diener durch Anatolien geritten in Männerkleidung, aber das ist ganz, ganz offensichtlich gelogen. 1896 machten die Eltern mit ihr eine Europareise, um Elsa in die deutsche Gesellschaft auch einzuführen. Und dort lernte sie Adolf von Elterlein kennen, einen 25 Jahre älteren Mann, den sie 1900 heiratete und der eine lukrative Stelle in Konstantinopel bekam, um die junge Familie zu ernähren. 1901 wurde ihr Sohn geboren, das einzige Kind, das Elsa selbst gehabt hat. Und sie hat mit ihrem Ehemann ihr luxuriöses Leben weiterzuführen versucht. Sie hatte kein Interesse an Haushalt. Sie hat immer sehr lange geschlafen. Sie hat gelesen und hat dann auch gekränkelt und musste auf eine Kur geschickt werden. 1905 lernte sie auf einer Kur im Sanatorium in Kissingen Dr. Marquardsen kennen. Und ein Jahr später hat Elsa daraufhin den Mann und das Kind verlassen, ist nach Deutschland endgültig gegangen, wurde 1908 von Elterlein schuldig geschieden und hat die zwei Enkelkinder, die ihr Sohn eben ihr sozusagen geschenkt hat, nie gesehen. Ein einziges Mal geht eine Enkelin von Elsa in einen Märchenabend, und zwar 1950, und erlebt ihre Großmutter, die sie nie persönlich kennengelernt hat. Das ist ein kleiner Abschnitt, den möchte ich Ihnen aus diesem Buch vorlesen. Die Enkelin, die ihre Großmutter ja nie zuvor gesehen hatte, besuchte die Vorstellung inkognito und war hingerissen, wollte ihr hinterher stürmisch um den Hals fallen, doch ihre Stiefmutter, die sie damals begleitete, hielt sie zurück. Bewahre diesen unvergesslichen Eindruck von deiner Großmutter in deinem Herzen, aber sprich sie nicht an. Lass ihn dir nicht kaputt machen, denn bei ihr weiß man nie. Dabei ist es geblieben. Die Enkelin ging nach Südafrika und ließ sich dort nieder und hat eben ihre Großmutter nie wirklich kennengelernt. 1957 hat Elsa gesagt, mit Kindern werden sie mich nicht behelligen. Und die Stiefkinder, die sie von Marquardsen bekam, hassten sie. Zum einen der 1902 geborene Frank und die 1904 geborene Annemarie konnten wirklich nichts Gutes über ihre Stiefmutter berichten. Sie hat in Marquardsen 1908 geheiratet, zwei Monate nachdem sie sich von Elterlein scheiden konnte, und hat dann Chefarztgattin gespielt. Sie gab viel Geld aus und verschleuderte das Erbe der Kinder. 1921 ist Marquardsen dann gestorben. Im Ersten Weltkrieg begann Elsa zu schreiben, Romane, Zeitungsartikel. Sie äußerte sich sehr positiv über den Islam und über die Türkei. Und das war in dieser Zeit auch durchaus opportun, denn die Türkei war im Ersten Weltkrieg der Waffenbruder des Deutschen Reiches. 1919 gründete sie einen eigenen Verlag, den Shahin Verlag. Spezialität: populäre Orientalistik. Und sie schrieb Trivialromane. Und der Stil dieser Trivialromane ist ausgesprochen kitschig. Ich will Ihnen zwei kleine Stellen vorlesen. Und diesen Stil hat sie dann auch übernommen, wenn sie türkische Märchen erzählte. Und das hat uns Adenauer-Deutschen in den 50er und 60er Jahren eben sehr, sehr gut gefallen. Also,
aus Der Sklave der Kleopatra. Da kommt dieses erste Zitat. Da beschreibt sie das Verhältnis zwischen Bruder und Schwester. Und verstört von gewaltsamer Leidenschaft, die nie noch hatte sprechen dürfen, neigte sich das zuckende Männerantlitz tiefer und berührten die lechzenden Lippen den bleichen Mund, der halb geöffnet zu locken schien. Lange ruhten die Lippen auf diesem Born des Entzückens, der ihm der Mund des Weibes war, und tranken sich neue Sehnsucht, die niemals gestillt werden würde. Eine andere Stelle, wie aus Tausend und einer Nacht. Unten blaute der Bosporus, und kosend schlugen seine Wellen an die Marmorstufen des Palastes an. Ferne murmelte der Springquell, und der Rosenduft schien mit seinem Plätschern hereingetragen zu werden. Ja. Trotz ihrer schriftstellerischen Arbeiten hatte Elsa Sophia von Kanthöfener große finanzielle Sorgen. Der Verlag ging schon 1922 ein. Sie hat dann in München gelebt, in dem sogenannten Isar-Paris, und zum dritten Mal geheiratet. 1925 Alfred Balte. Alfred Balte war ein Abenteurer, Übersetzer russischer Realisten, 1887 in Moskau geboren. Und auch da habe ich Ihnen ein Zitat von, aus dem Buch von Mörike. Ein Zitat, in dem Mörike Frau Wilbrandt zitiert. Denn Elsa Sophia hat es verstanden, der Wilbrandt gegenüber eine, ja, wieder ihre Biografie zu schönen. Und die Wilbrandt ist voll und ganz auf sie reingefallen. Eben. Dieser Herr Balte war ein Abenteurer und Übersetzer, aber nicht das, was jetzt erzählt wird. Ein russischer Großfürst bat in diesen Jahren um ihre Hand, sie sagte zu. Aber es war ein kurzes Glück. Zwar gab es Pferde, die Menge und weite Landschaft, durch die man reiten konnte, doch nach kurzer Ehe fiel der Großfürst auf einem seiner Ritte den Bolschewiken in die Hände. Er konnte ihr nur noch Nachricht schicken, so schnell wie möglich zu fliehen. Ja, erstunken und erlogen. 1926 wurde die Ehe geschieden. 1927 heiratete Elsa Sophia von Kamphövene den Kurdirektor Franz Kaup. Sie war 49, er 63, ein Witwer. Er hatte eine 25-jährige Tochter namens Inka, die auch nicht gut auf Elsa zu sprechen ist. Denn Elsa verkaufte alles Silber und allen Schmuck Kaups aus erster Ehe, um einen aufwendigen Lebensstil zu führen. Genau. Ab 1945 wird sie dann sogar den Titel Baronin führen. Aber das stimmt eben überhaupt nicht. Sie war nie eine Baronin. Ich habe hier noch ein Zitat. 21. Genau. In dieser Zeit wurden ihre Romane eben dann auch immer deutscher, germanischer. Und in ihren Trivialromanen, unter anderem in dem Roman Raubritter und Co., beschreibt sie nun eben eine Heldin, sehr germanisch. Schlank, groß, nordisch, so schritt Marianis Techow dahin und der Boden federte unter ihr. Rassig war sie, ganz norddeutsche Edelrasse. Die Nase trug sie hoch und sah nicht rechts noch links, nur immer geradeaus. Genau. Und bei der Wahl des Ehemanns galt die Devise, aber blond musste es sein, dieses Glück. Ja, blond wie die Heimat. Ja? Es sind die 30er Jahre, Nationalsozialisten kommen. Elsa geht vom Tegernsee nach Berlin. Sie lässt sich 1939 dann auch scheiden von ihrem Mann.
und tritt schon im Jahr der Machtergreifung 1933 in die NSDAP ein, was sehr außergewöhnlich ist, denn sehr wenige Frauen wurden Parteimitglied, angeblich nur 6% der Mitglieder waren Frauen. Schon im selben Jahr wurde sie aus der Liste gestrichen, aber wohl nicht wegen Fehlverhaltens, sondern wahrscheinlich deswegen, weil sie vergessen hatte, die Beiträge zu geben. Wieder kam sie in finanzielle Schwierigkeiten. Und nun begann sie, ihr Leben wie ein orientalisches Märchen auszurichten. Sie trug Pluderhosen, richtete ihr Zimmer orientalisch ein, begann Märchen zu erzählen und meldete sich tatsächlich nun 1942 an die Front, um den Soldaten orientalische türkische Märchen zu erzählen. Im Auftrag der Luftwaffe ging sie dann nach Belgien, Holland, Frankreich, Italien und Norwegen und erzählte Märchen. Und da sind eben auch schöne Beschreibungen durch die Wilbrand überliefert, in denen geschildert wird, wie sie nun diese Männerwelt erobert hat. Wo habe ich das jetzt genau? Also da wird geschildert, ich finde es gerade jetzt nicht, weiß ich nicht, wo ich das jetzt habe. Wie die Generäle, wie sie ihnen ein Probemärchen erzählt. Und die Generäle sagen, Donnerwetter, Donnerwetter. Und die Elsa Sophia von Kamphöfener dann darf dann tatsächlich an die Front reisen. Hier dieses Zitat, was ich hier gefunden habe und ihn bringen wollte. Elsa hat perfekt lügen können, ja. Und sie selbst schreibt von sich, wenn du aber in deinem Geiste eine wunderbare Lüge birgst, so mache aus ihr ein Gedicht oder ein Lachen oder beides und reite schnell, sehr schnell. Denn wer ein Lachen bringt mit dem Atem einer Lüge, bringt ein Geschenk. Ja, das kann man nur wirklich auf sie selbst beziehen. Nach 1945 kommen Hungerjahre und wie gesagt 1951 wird sie dann von Karl Ebert, dem Intendanten des SDR, entdeckt in Stuttgart und tritt ganz oft im Rundfunk auf, im Süddeutschen Rundfunk, aber auch im Bayerischen Rundfunk und macht dort auf alle einen großen Eindruck, aber gerade auch, weil sie eine sehr, sehr herrische Person gewesen ist. Ich lese Ihnen mal vor, wie ein Techniker des Bayerischen Rundfunks sie erlebt hat. Die Märchenerzählerin würdigte mich keines Blickes. Schließlich war ich als Tontechnikerin das unterste Glied in der Hierarchie. Doch auch der Aufnahmeleiter und der Toningenieur hatten wenig zu melden. Mit Betreten des Studios hatte sie das Heft fest in der Hand. Als sie zum ersten Mal beim Sender erschien, eine imposante, dominierende, in schwarze Spitze gekleidete Persönlichkeit, erklärte ihr der Toningenieur, übrigens mindestens einen Kopf kleiner als sie, die Studioaufnahmen würden von 16 bis 24 Uhr dauern. »Sie grausamer«, wies ihn Frau von Kamphöfener zurecht, und der Spitzname ist ihm noch lange haften geblieben, »Um 20 Uhr gehe ich in die Kammer spielen.« Und so geschah es. Das lag allerdings auch an ihrer genialen Art zu sprechen. Sie erzählte 2-3 Stunden ohne Unterbrechung völlig frei. Dabei lehnte sie die übliche Sitzhaltung, Stuhl und Tisch mit Mikrofon entschieden ab. Sie bevorzugte es, auf einem Tische sitzend, die Beine baumeln zu lassen, ohne Lehne, ohne Stütze, diese 78-jährige Frau, was für eine Kraft sie ausstrahlte. Unterbrechungen, wie sie von der Technik her manchmal notwendig sind, zumindest nicht geschadet hätten, ließ sie nicht zu. Einmal benötigte sie von mir eine hausinterne Information. Ich sprach sie mit Frau von Kamphöfener an. Für sie, dozierte die Baronin, bin ich immer noch die gnädige Frau.
Mein völlig entgeistertes Gesicht muss sie dann von einer Minute auf die andere gänzlich verändert haben. »Mein liebes Kind, was haben Sie für schöne Hände und erst Ihre Augen«, hieß es dann. Ja, so war sie und so ist sie berühmt geworden und alle gingen in die Knie vor ihr und sie hat tatsächlich eine sehr theatralische Stimme gehabt. Ich habe sie sehr oft auch im Rundfunk gehört und es gibt auch CDs von ihr. Alle waren begeistert. Die Nachtfeuer der Karawanserei wurden 359.000 Mal verkauft. Und wie gesagt, eben in dieser Zeit der 50er Jahre, als in Deutschland so ein konservatives Frauenbild vorherrschte, Kinder, Küche, Kirche, war diese Frau ein Faszinosum und ganz unbestritten eine große Märchenerzählerin. Aber ihre Märchen sind weder türkische Märchen noch orientalische Märchen. Sie sind sehr, sehr deutsch, sehr kitschig, romantisch. Und sie haben unser Bild vom Orient mitgeprägt, zumindest das Bild der alten Generation. Und das Buch von Mörike, die sie übrigens auch sehr verehrt hat, bei aller Kritik und bei allen Aufdeckungen ihrer Lügen, wurde lange nicht rezipiert. Und es würde mich eben, wie gesagt, sehr interessieren, was diese türkische Neuauflage der Märchen von Elsa Sophia von Kamphövener im Vorwort oder Begleitwort schreibt.